Ja, willkommen zum nächsten Video unserer Einstiegsreihe KI der Berufsschule 7. Wir wollen jetzt mal, nachdem wir im letzten Video uns angeguckt haben, wie wir Neuronen bauen, anschauen, wie wir ein neuronales Netz bauen. Zielgruppe, wie beim letzten Mal auch, im Wesentlichen Fachinformatiker, 12. Klasse und alle KI-Interessierten. Unser Ziel ist es ja, ein neuronales Netz zu realisieren. Das heißt, wir wollen diese Neuronen vermaschen. Und wir haben ja gesehen, ein Neuron hat ein Ausgangssignal und dieses Ausgangssignal ist wiederum ein Eingangssignal der nächsten Neuronenschicht. Und damit wir nicht immer so umständliche Pfeile hinmachen möchten, müssen malen wir einfach so kleinere Pfeile hin. Und diese Pfeile stehen für unsere Connections. Und diese Connection hatte ja eine Eigenschaft oder jede dieser Connections hat eine Eigenschaft, nämlich die Gewichtung. So, das heißt, wir haben jetzt hier unser links oben dieses Neuron mit allen auf der nächsten Schicht verbunden. Und was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten die Ausgangssignale einfach auswerten und gucken, was denn da rausgekommen ist. Das heißt, rechts wären sozusagen diese Pfeile nicht weiter vermascht, sondern wir gucken uns die einfach an. Das ist das Ausgangssignal. So, und das, was wir jetzt mit dem Neuron links oben gemacht haben, können wir jetzt mit dem nächsten und dem nächsten machen. Und das wäre jetzt ein sogenanntes voll vermaschtes Netz, eine voll vermaschte Topologie. In Keras wäre das ein Dense Network. Es gibt andere auch. Diese voll vermaschte Topologie, ja, hat ein paar Vor- und ein paar Nachteile. Sie ist natürlich, gibt es, wenn wir mit entsprechend vielen Neuronen arbeiten, sehr rechenaufwendig, weil sehr viele Pfeile entstehen. Aber es ist jetzt erstmal der sicherste Weg, zu irgendwelchen Werten zu kommen. Wichtig noch zu verstehen ist, dass es sich um einen sogenannten gerichteten Graph handelt. Das heißt, dass wir keine Loopbacks haben. Das heißt, die Pfeile gehen immer von Eingang in Richtung Ausgang. Ja? Es gibt auch Topologien, die ja, Rückläufer haben, wo ich sozusagen von einem rechten zu einem linken oder ein Neuron geht auf sich selbst. Solche Sachen. Und dann wären wir bei irgendwelchen Memory-Funktionen, so ein Kram. Sollen uns jetzt hier erstmal nicht stören, weil wir wollen uns wirklich die einfachste Struktur ansehen, weil es geht ja nur um das Verständnis des Innenlebens von solchen Netzen. Die nächste Frage ist, wo kommen denn die Eingangssignale eigentlich her? Weil bis jetzt ist es ja ein Selbstläufer gewesen, aber irgendwo möchten wir einen Eingangswert haben und das Ziel von so einem neuronalen Netz ist ja, basierend auf einem Eingang ein definiertes Ausgangssignal zu erzeugen. Ja, ich gebe ein Bild rein und es kommt raus, es ist eine Katze, irgendwie sowas. Und dazu brauchen wir jetzt noch spezielle Neuronen. Das sind die sogenannten Eingangsneuronen. Die werden wir gleich noch programmieren. Die brauchen wir noch später. Gut, das heißt, wir haben jetzt eine Eingangsschicht. Dann haben wir eine Ausgangsschicht. Und an die kommen wir ran. Ja, Eingangsschicht, dort schieben wir was rein. Ausgangsschicht, dort greifen wir was ab. Und dazwischen ist die sogenannte Hiddenschicht. Ich habe jetzt hier ein neuronales Netz mit einer Hiddenschicht. Und wenn es jetzt um Deep Learning und so ein Kram geht, gibt es halt sehr viele Hidden Schichten. Und diese Hidden Schichten werden uns dann bei den Lernregeln ein paar Probleme bereiten. Und da werden wir dann beim Backpropagation Algorithmus ja mal drauf kommen, wie wir hier irgendwelche Algorithmen ansetzen. Aber da sind wir noch ein paar Videos von entfernt. Gut, dann gehen wir wieder ans Programmieren. So ein Input-Neuron ist ja wirklich mit einer der billigsten Sachen, die wir uns vorstellen können. Das ist einfach nur eine Erweiterung unserer Elternklasse Neuronen. Und das Einzige, was da passiert, ist, ich setze einfach mein Wert A auf 1. Und den kann ich später dann nochmal anpassen über mein Setter. Also im Prinzip ist es nichts anderes wie tatsächlich eine Implementierung der abstrakten Klasse mit einem ja, festen Wert. Das ist eigentlich alles. Warum machen wir das so? Wir werden dann später beim Bias das einfach nochmal wiederverwenden können und dann sparen wir uns noch eine weitere Klasse. Aber das kommt dann etwas später. Unser Netz soll jetzt dann irgendwann mal so möglich sein. Gut, ich habe jetzt mal mit ein paar Neuronen gemacht. Das soll jetzt beliebig nach oben offen sein und das soll unser Code dann später eben abbilden können. Ja, wie machen wir das? Wir machen jetzt eine Klasse, ein neuronales Netzwerk,
Und hier brauchen wir jetzt eine ArrayList für die Inputs. Ja, das ist eine ArrayList und hier sollen eben die Inputs rein und somit habe ich eine gewisse Flexibilität, die Anzahl der Input-Neuronen eben zu gestalten. Dann brauchen wir die Outputs. Das sieht im Prinzip genauso aus, nur dass wir jetzt hier Worker-Neuronen haben. Da brauche ich jetzt keine speziellen Output-Neuronen, weil im Prinzip die Worker-Neuronen haben mehrere Eingänge, einen Ausgang, mehr brauche ich nicht. Das heißt, diese Worker-Neuronen sind unser stinknormalen Output oder stellt unsere Output-Schicht dar. Für die Hidden Layer brauche ich jetzt noch einen kleinen Trick, weil ich habe ja nicht festgelegt, wie viele Hidden Layer haben. Ich kann kein Hidden Layer haben, ich kann 100 Hidden Layer haben. Also brauche ich hier eine ArrayList von einem Neuronen-Layer, habe ich jetzt einfach mal genannt. Und das schauen wir uns gleich mal an, wie wir das aufbauen. Und zwar ist es auch wieder eine ArrayList von Worker-Neuronen. Und ich habe jetzt hier ein Create-Neuron hinterlegt. Das ist einfach nur ein Type, den gebe ich an. Das ist das, was wir in unserer Factory beim letzten Video uns angeguckt haben, dass ich hier die vier verschiedenen Aktivierungsfunktionen, die ich dann habe, hinterlegen kann. Und dann kriege ich eben das richtige Objekt oder Worker-Neuronen-Objekt mit der korrekten Aktivierungsfunktion zurück. Gut, jetzt sage ich Worker Factory Get Neuron von diesem Typ und damit erzeuge ich hier eben eines dieser Neuronen in einer Schicht. Also jedes Neuron-Layer ist so eine senkrechte Schicht in meiner Hidden Layer-Schicht. Ja? Also jede Spalte sozusagen ist ein Layer. Dann füge ich dieses Neuron einfach hinzu. Also add in diese ArrayList und ich gebe es dann noch zurück, wenn irgendjemand damit später nochmal was machen möchte, so dass ich da eine Referenz halten kann. Das ist eigentlich alles. Das heißt, ich füge jetzt einfach nur in die ArrayList meine einzelnen Neuronen hinzu. Als nächstes mache ich jetzt noch einen Getter der Liste, damit ich später damit arbeiten kann. Also auch nichts Besonderes. Und die Anzahl der Neuronen gebe ich hier noch als kleine Hilfsfunktion raus, weil das werden wir dann später brauchen für die Vermaschung. Ich muss immer wissen, wie viele Neuronen ich hier mit wie vielen vermaschen muss. Also zwei Getter noch dazu und fertig ist unser Neuronenlayer. Gut, dann bauen wir noch ein kleines Error Handling ein. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ich habe jetzt hier einfach vier String-Variablen. Wenn irgendein falscher Wert gesetzt wurde, dann lege ich diesen falschen Wert in die Variable Wrong Value rein. Dann den erwarteten Wert, Expected Value. Dann den Namen, welcher Wert ist denn falsch gewesen. Und die Methode, wo das Ganze eben zu diesem Hiccup geführt hat, packe ich hier in eigene Variablen rein. Die werde ich dann oder die packen wir einfach über den Konstruktor rein in unsere Klasse. Und im Getter hängen wir das Ganze irgendwie sinnvoll zusammen, dass das zu einer lesbaren Fehlermeldung wird. Also welcher Wert hat oder ja, was ist der Grund dieses Problems? Und genau, damit können wir dann relativ schnell feststellen, warum uns das Ganze um die Ohren geflogen ist. Jetzt fangen wir mit der Vermaschung an. Wir haben jetzt hier unsere drei Arraylisten, wobei Neuron-Layer dann später eine Arraylist von einer Arraylist ist für die Hidden Schichten. Inputs, Outputs, Hidden Layers, insofern müssten wir uns hier auskennen. Als nächstes machen wir den Konstruktor und in dem Konstruktor legen wir gleich mal fest, wie viele Hidden Layer brauchen wir denn. Ja? Und für jeden Hidden Layer fügen wir jetzt in die ArrayList Hidden Layers einfach so ein Objekt hinzu, so dass wir diese Struktur aufbauen können. Wie gesagt, war ja ArrayList von ArrayListen, die wir einfach in diesen Hidden Layer versenkt haben. Als nächstes kümmern wir uns um die Input-Neuronen. Und ja, das ist eigentlich nichts anderes wie in der Hidden-Schicht auch, nur wir haben hier einen kleinen Unterschied, dass wir nicht mit der Factory arbeiten. Die Factory haben wir gebraucht, um unterschiedliche Aktivierungsfunktionen zu hinterlegen. Und ein Input-Neuron hat keine Aktivierungsfunktion. Also können wir einfach sagen, New Input-Neuron. Und das fügen wir dann einfach in die ArrayList Inputs hinzu.
So, und wenn wir jetzt dann die Werte setzen, brauchen wir später noch eine kleine Methode, die die Input-Werte reinsetzt in die Input-Schicht. Und in der Methode werden wir dann auch gleich uns darum kümmern, dass die Werte in den Folgeneuronen auch berechnet werden. Das wäre dann sozusagen die Forward Propagation in unserem neuronalen Netz. Und dann machen wir genau das Gleiche für die Output-Neuronen. Die laufen dann hier, also Create-Output-Neuronen. Hier übergeben wir jetzt natürlich noch den Typ, weil wir auch hier entsprechend die Aktivierungsfunktion einstellen wollen und machen das Gleiche wie bei diesen Hidden Layers, dass wir dann über die Factory uns diese Neuronen dann erzeugen lassen und in die ArrayList der Outputs hinzufügen. Damit haben wir jetzt sozusagen die Möglichkeit, jedes dieser in diesem Bild dargestellten Neuronen zu erzeugen. Damit sind sie aber noch nicht vermascht. Sie sind einfach nur da und haben noch keine Verbindungen. Als nächstes machen wir uns eine kleine Hilfsmethode. Und zwar, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir ein Dense Network haben, also ein voll vermaschtes, fully meshed. Und die Hilfsmethode soll uns jetzt einfach mal die Anzahl der Verbindungen, der notwendigen Verbindungen bei einem Dense Network oder Dense Topologie berechnen. Dafür ist es Get Number of Dense Connects. Und wir brauchen jetzt erstmal die Prüfung, haben wir überhaupt Hidden Layer? Weil wenn ich einen Hidden Layer habe, dann sieht der Algorithmus ein bisschen anders aus, als wenn ich keinen hätte. Ja? Also gehen wir erstmal diesen Sonderfall, keine Hidden Schichten. Und damit sage ich jetzt einfach, die Anzahl der Verbindungen ist die Anzahl der Input-Neuronen, also Inputs.size, wie viele Input-Neuronen habe ich, mal der Output-Neuron. Ja, also Anzahl ist einfach Input mal Output-Anzahl. Das ist die Anzahl der Verbindungen. Ja, dieses Kreuzprodukt nennt man das auch bei den Datenbanken. Wenn ich jetzt allerdings ein Hidden Layer habe, ja, dann, also ist der Else-Zweig, dann mache ich im Prinzip genau das Gleiche. Ich sage, die linke Seite meiner Verbindung ist demnach jetzt hier Inputs.size, wie vorher eben auch. Nur die rechte Seite ist es nicht mehr mein Output-Layer, sondern vom nullten Hidden Layer die Anzahl der Neuronen. Ja, also im Prinzip, die Mathematik ist genau die gleiche. Ich greife halt einfach auf eine andere Schicht zu. Das ist eigentlich alles. Und das Gleiche mache ich dann innerhalb meiner Hidden-Schicht. Ja, das heißt, ich habe jetzt einfach einen Zähler, der geht von 1 bis zur maximalen Anzahl und die Number of Expected Weights erhöhe ich jetzt einfach um die Multiplikation der Größe des linken mal der rechten Schicht. Ja, das ist eigentlich alles gleiches Thema. Und wenn ich jetzt hier 15 Hidden-Schichten hätte, dann würde dieses Pärchen von diesen Kringeln da einfach Stück für Stück nach drüben wandern. Das ist eigentlich alles. Und damit habe ich jetzt diese Hidden Layer auch abgefrühstückt. Und ganz rechts muss ich mich jetzt natürlich noch um die Vernetzung des letzten Hidden Layer Elements oder der letzten Hidden Layer mit dem Output Layer kümmern, ist aber im Prinzip auch immer die gleiche Mathematik dahinter. Linke Seite Anzahl mal Anzahl der rechten Seite. Und damit habe ich das Ganze umgesetzt. Dann schauen wir uns mal die Vermaschung der Neuronen an, also die tatsächliche Vermaschung. Und da können wir jetzt dann gleich mit dieser Hilfsmethode arbeiten. Was ich brauche ist, ich brauche für jede Verbindung ein Gewicht. Ja? Die werden wir zwar, wenn wir das Ganze dann lernen, mit irgendwelchen Zufallswerten besetzen, aber erstmal ist es so, dass ich wirklich sagen muss, ich muss in irgendeiner Form die Gewichte erstmal vorgeben. Und das mache ich mit einem stinknormalen Array. Dort lasse ich jetzt die Gewichte reinfließen. Das kann man dann später nochmal irgendwie ein bisschen tiefer legen, aber nochmal, darum soll es hier nicht gehen. Es geht hier uns einzig und allein darum, die Funktionalität zu verstehen. So, das heißt, in diesen Weights habe ich jetzt für jede Connection ein Gewicht drin. Die Frage ist, was passiert, wenn es nicht so ist?
dann schaue ich einfach, ob die Länge dieses Arrays ungleich diesen Number of Expected Weights entspricht. Ja, das ist quasi das, was wir hier hatten von dieser Hilfsmethode, die uns einfach Get Number of Dense Connects eben zurückliefert. Und wenn das der Fall ist, also wenn es ungleich ist, dann schmeiße ich einfach eine Exception, dass eben das nicht zusammenpasst. Das ist eigentlich alles. Als nächstes vermaschen wir wieder für den Sonderfall, wir haben kein Hidden Layer. Ja, also Hidden Layer Size ist 0 und dementsprechend habe ich hier wieder die Sonderbehandlung und insofern ja, eigentlich auch relativ einfach. Ich gehe erstmal alle linken Neuronen durch und für jedes Neuron links, also für jedes Input-Neuron, gehe ich auf alle Output-Neuronen. Ja? Also das sind einfach zwei ineinander verschachtelte Schleifen. Jedes linke Neuron wird mit jedem rechten Neuron verbunden und das läuft ganz normal über Add Connection. Die Gewichte lese ich einfach sequenziell aus. Das heißt, ich muss mir natürlich vorher überlegen, in welcher Reihenfolge ich meine Connection-Pfeile eben zusammenbaue, damit, wenn ich dezidierte Gewichte hinterlegen möchte, dass ich weiß, welches Gewicht wo landet. Aber wie gesagt, am Ende des Tages werden es eh Zufallsgewichte sein, aber soll uns jetzt an der Stelle nicht stören. Wenn ich jetzt hier dann Hidden Layer habe, also im Else-Zweig, dann muss ich das gleiche wiederum machen, aber an der Stelle jetzt wieder mit den nicht mit den Output-Neuronen, sondern mit der nullten Position meiner Hidden-Neuronen-Schicht. Gleiches Spiel, wieder die zwei ineinander verschachtelten Schleifen. Und innen drin mache ich wieder das gleiche wie bei der Ermittlung der Anzahl, weil das faktisch der gleiche Algorithmus ist. Ich vermasche wieder die linke mit der rechten Schicht und iteriere hier durch meine komplette Hidden-Schicht durch. In meinem Bild habe ich jetzt hier nur zwei, aber wenn es mehrere wären, würde ich sozusagen auch hier Schritt für Schritt von links nach rechts vorgehen. Wichtig ist auch hier, bitte nicht vergessen, ich beginne mit 1, ja, das heißt, ich fange bei der 1 zu zählen an und gehe dann entsprechend immer auf den Vorgänger. Ja, das heißt, die linke Schicht ist dann immer i minus 1 und so kann ich dann problemlos durch meine Hidden-Schicht durchiterieren. Dann am Schluss natürlich noch die letzte Hidden-Schicht mit der Output-Schicht verbinden, auch wieder mit den zwei ineinander verschachtelten Schleifen, also schön langsam wird es langweilig. Gut, jetzt müssen wir uns noch darum kümmern, dass wir die Input-Values setzen. Die sind ja momentan mit dem Wert 1 initialisiert und hier brauchen wir jetzt quasi wieder irgendeinen Vektor oder irgendein eindimensionales Array mit den Input-Values. Und das ist im Prinzip auch wieder gleiches Spiel. Ich setze es als Parameter. Und muss natürlich auch prüfen, ob jetzt die Länge meiner Input-Values auch der Anzahl meiner Input-Neuronen entspricht. Also das heißt, wenn ich jetzt zu viel oder zu wenig Input-Values setze, dann gibt es wieder eine Exception, die sagt, hey, Moment, das passt nicht. Ja, also insofern kein großes Problem bzw. keine wirkliche Überraschung. Ja, als nächstes müssen wir die Werte setzen. Das heißt, wir gehen ganz normal durch alle Input-Values durch und setzen sie entsprechend auf die Input-Neuronen, dass eben dieser A-Wert gesetzt wird. Also ganz normal über einen Setter, nichts Besonderes. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen schon aufgefallen, bis jetzt haben wir wirklich keine wirklich komplizierten Programmschritte gemacht. Das ist eigentlich nur ja, einen Überblick behalten bei diesen ganzen Vernetzungen. Aber ich sag mal, die hohe Programmierschule haben wir bis jetzt noch nicht auspacken müssen. Gut, was wir jetzt natürlich machen müssen, wir müssen die A-Werte berechnen. Das heißt, wir müssen jetzt die Werte nach vorne durchpropagieren. Ja, das heißt, an der Stelle muss sichergestellt sein, dass wir die einzelnen Elemente dann oder die Eingangswerte durchiterieren,
Das mache ich jetzt hier einfach über ich mache jetzt erstmal die Hiddenschicht. Ich muss jetzt hier keine Sonderbehandlung mehr der Situation, ich habe eine Hidden oder ich habe keine Hidden Layer haben, weil ich die Werte ja direkt über meine Verbindung schon anliegen habe. Ja, das heißt, ich gehe jetzt hier streng genommen die Connections durch. Und insofern, wenn jetzt meine Hidden Layer 0 ist, dann gehe ich direkt auf die Output-Schicht. Und wenn sie nicht 0 ist, eier ich die erst durch und danach die Output-Schicht. Also insofern kein großes Problem. Und die Calc-A-Methode haben wir ja auch im letzten Video uns angeguckt, dass hier einfach alle Connections durchgegangen werden, gewichtet werden, zusammenaddiert werden und dann durch die Aktivierungsfunktion gejagt werden. Insofern nichts Besonderes. Auch hier bei der Output-Schicht gehen wir alle Output-Neuronen durch, berechnen unser A und damit ist unsere Vorwärtspropagation, Forward Propagation der Werte eben durchgeführt. Das heißt, ich lege mein Eingangssignal an und dann wird das Ausgangssignal berechnet. Und das kann ich dann mit den Gettern entsprechend abgreifen. So, das war jetzt viel Code. Viel Details, aber das war jetzt einfach notwendig. Ich habe es versucht, jeden einzelnen Programmierschritt zu erklären. Das heißt, ihr müsst in der Lage sein, das Ganze auch selbst umzusetzen. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle das Video mal anhalten und dann Schritt für Schritt programmieren. Aber damit haben wir jetzt sozusagen die Grundlage geschaffen, unsere Netze aufzubauen. Und im nächsten Video werden wir mal versuchen, da wirklich ein neuronales Netz draus zu bauen und zu gucken, was denn dabei Lustiges rauskommt. Also, wie immer, dranbleiben.